haben schon gesagt, hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Ja, und wir knien hier oder lehnen hier. Wir lehnen. An einer neuen Anschaffung. Jürgen, weißt du noch gar nicht, was ich besorgt habe oder was wir bekommen haben? Ich gucke einfach nach. Ja, also um weiter nach vorne zu kommen, auch in unserem Unternehmen, müssen wir immer wieder Neuanschaffungen machen. Und um alles irgendwie auch... Ein Reisekoffer. Ich soll verreisen. Perfekt zu machen. Haben wir hier einen neuen Reisekoffer. Ich soll verreisen. Und jetzt habe ich hier gerade Telefon, das ist meine Süße. Telefon. Könnte ein Gespräch sein. Ja, das ist meine Süße. Ja, süchtig. Ja, ich rufe sie gleich zurück. Das mass importante. Ja, importante. Impotente? Nein. Nein, mass importante. Heißt Achtung, der Richter. Achtung. Hokus pokus, kein Reisekoffer. Für die ganze VW-Gruppe, die haben wir ja schon. Für die ganzen Stecker zu instand zu setzen. Hier. Warte, langsam. Ich mache ja langsam. Die Kabel abzuisolieren. Hier noch spezielle Hülse, die wir reinstecken können. Hier Gripzangen, spezielle Gripzangen. Mit den speziellen Adaptern für unterschiedliche Stecker und. Ja, pass auf, jetzt kommt's. Ach, dann geht's weiter. Ach du Scha. Mit Föhn, mit Quetschverbindern, von denen ich jetzt. Naja, okay. Ach, guck mal. Ja, wenn du den jetzt kann ich auch nach England fahren. Kannst du auch in China brauchen. Der Adapter ist für England. Das Hanyonghang. Da fahren wir auch dahin. So, mit allen Teilen sowieso. Aber jetzt machen die Seite auf. Guck mal, das sind die Dinger, wo wir nicht reinpixen dürfen, ne? Genau. Diese Silikon. Diese speziellen Steckhülsen. Silikon. Für Einsätze. Die Teile zu erneuern. Die kommen dann in die Steckhülsen rein und damit die Kabel darin wasserdicht verpackt sind. Oh, meine Güte. Ja, und ich hab Husten. Und? Das ist, weil du die ganze Zeit diese Nüsse da. Ja. Alle passenden Steckverbindungen für alle passenden Fahrzeuge. Wir können also für alle Reparaturkabel für die ganze VW-Gruppe. Ei. Unglaublich, oder? Ist cool, ne? Ja, habe ich. Cool. Das kann man richtig gut gebrauchen. Cool. Das Geld, was wir verdienen, muss auch wieder ausgegeben werden. Das heißt ja, wir verdienen. Ja, so mit der wir Arbeit. Wir arbeiten noch, weil uns Spaß macht. Ja, und wenn man Spaß an der Arbeit hat, dann geht verdient nicht man Geld damit auch. Also ich gehe jeden Morgen sehr, sehr gerne zur Arbeit, wollte ich nur mal sagen. Das ne? ist der Patrick Basti, ne? Der Basti. Basti, hast du gehört, wenn man Spaß hat an der Arbeit, ne, dann kann man auch Geld damit verdienen. Ich gehe immer lieber zur Arbeit, ne? Ja. Weil jeden Tag kommt was Neues. Ja, genau. So, das cool. ist für dich, kannst du nachher mitnehmen. So, dann. Entschuldigung. Das ist, weil der die ganze Zeit, Nüsse knabbert und verschluckt sich an den Dingern dann. Letztes Mal, ne? Bei dem einen Video, ne? Was denn? Ich habe das dann nachher gesehen, was du gesagt hast. Oh, Glück auf! Also ein bisschen Alkohol ausmachen, ne? Das glaubt nicht. Sollte man nicht machen. Ich konnte nicht hören, was du gesagt hast. Nee, ich habe nichts gesagt. Achso. Ich habe nichts gesagt. Jo, Schlingel. Ist da. Jo, Schlingel. Okay. Fiesta. Kunde, Kundin kommt zu uns. Ölkontrollleuchte geht an. Und hat keinen Öldruck mehr und wir haben getippt auf die Ölpumpe. Da habe ich gestern das schon mal... Das ist doch ein Ford Fiesta. Was ist denn das für eine Maschine? Alles gerade in dem Video erklärt. Schaut euch das mal an. So, hier haben wir einen Fiesta Baujahr 2015, gelaufen 106.505 Kilometer. 74 kW Motor mit einem Liter. Ein sogenannter EcoBoost Motor. Den hat Ford entwickelt, Downsizing, sagt ja jedem was, immer weiter runter mit der Kubikzahl, immer weiter rauf mit der PS-Zahl, um die Fahrzeuge Schadstoff zu minimieren. Dieser EcoBoost-Motor, dieses Fahrzeug hat folgendes Problem, und zwar ein Öldruckproblem.
die Öldruckkontrollleuchte geht zeitweise an. Und da haben wir die Ölwanne abgebaut. Da können wir mal schauen, hier ist die Ölpumpe. Die Ölpumpe fördert aus der Ölwanne, die hier so drauf sitzt, aus der Ölwanne das Öl nach oben. Haben wir auch schon öfters mal in dem Video erklärt und gezeigt. So, und den haben wir aufgemacht. Und schaut euch das mal an. Da, was da drin ist. Ich gehe mal einen Schraubenzieher holen. Schraubenzieher, dass ich da besser rauskriege, den Kram. Ja, schaut euch das an, was da drin ist. Oh, da ist das ganze Ölsieb verstopft. Mit irgendeinem Dreck. Also, und dieses ist verstopft und dadurch kann der nicht mehr richtig ansaugen. Und dadurch kommt es zu der Mangelschmierung. Mangelschmierung heißt ganz klar, dass der dann irgendwann kaputt geht. Außerdem drehen wir hier gerade mit einer anderen Kamera. Die Aljoscha dreht gerade, weil wir den Wagen dringend fertig haben müssen. Das kleine Highlight noch. Wir haben ein neues Werkzeug, mit dem man so einen Motor mega klasse abstützen kann. Normalerweise haben wir früher immer so Stützen gehabt und das ist echt riesig geiles Teil. Damit ist man frei in der Arbeit. So, was ist passiert? Der hat einen Zahnriemen. Erstmal einen Zahnriemen von der Kurbelwelle. Einen Zahnriemen, der die Ölpumpe antreibt. Hier drüber wird die Ölpumpe angetrieben. Und gleichzeitig ein Zahnriemen, der raufgeht und die Nockenwelle antrieb. Das Phänomen bei diesem Fahrzeug ist, Ford hat gesagt, so, wir bauen einen Motor, wo wir keine Kette haben, weil es Kettengeräusche gibt. Wir wollen aber einen Zahnriemen einbauen und den in Öl laufen lassen. Ich glaube, kein anderer Hersteller macht das. Der soll halten 220.000 Kilometer oder 10 Jahre. Und schaut euch mal den hier an, wie der aussieht. Der Wagen hat 100.000 gelaufen. Gut, das war. Hier sind keine Zähne mehr dran. Da. Die Zähne sind weg. Ihr könnt froh sein, dass der Wagen noch keinen Motorschaden hat. Er war kurz vor dem Motorschaden, das Fahrzeug. So, die Frage ist, warum passiert sowas? Ganz klar, wenn ein falsches Öl benutzt wird, dieses Fahrzeug, dieser EcoBoost-Motor, muss alle 20.000 Kilometer einen Ölwechsel gemacht haben. Wenn ein falsches Öl angefüllt wird mit den falschen Additiven, dann sorgt es dafür, dass sich dieser Zahnriemen auflöst. Und dann kann man sehen, wie hart diese. Kann man, oh, guck das an. Da geht die ganzen Zähne gehen da ab. So, also. Die Additive, falsches Öl mit den falschen Additiven, der muss jedes Jahr einen Ölwechsel haben, der Motor, weil es sein kann, dass die Additive kaputt gehen und nicht mehr die Wirkung haben. Und er muss alle 20.000 Kilometer gewechselt werden. Wenn man das nicht macht, und das hat die Besitzerin dieses Fahrzeugs nicht gemacht, hat zweimal den Service geschludert, passiert genau das. Das passiert aber auch schon bei einmal. Also an alle Besitzer von EcoBoost-Motoren, kontrolliert, was für ein Öl da reinkommt, auch wenn er zu irgendeiner anderen Werkstatt geht. Es werden immer so Billigangebote gemacht, ne? Wir preiswertes Öl und Ölwechsel für 40 Euro, das geht bei einem EcoBoost-Motor nicht so. Und jetzt wird dort das falsche Öl reingeschüttet. Ach, ist ja die Spezifikation, oder besser gesagt, die Abkürzung 15W30, oder was weiß ich, oder 10W30, was hier reintun. Nein, es muss die Spezifikation haben für Ford, für EcoBoost-Motoren. Und wenn man das nicht macht, kommt es genau zu so einem Schaden. So, jetzt mal was in eigener Sache. Wir sind am Wochenende, das ist der 7. April jetzt. Also jetzt am Sonntag. Jetzt am Sonntag in Bühl, 77815 Bühl. In der Werkstraße 14 und wir sind da bei unserem Glaspartner KS. Dort machen wir Fotos, wir haben Autogrammstunde. Da ist ein Foodtruck. Genau. Deswegen fährt Jürgen eigentlich nur dahin. Ne? Nein, wir sind vor allen Dingen da, um unseren Partner zu unterstützen, aber auch die DKMS, dort ist das Rote Kreuz, ist dort. Und dort kann man eine Typisierung durchführen.
Ihr kennt das ja, ne? Stäbchen rein, Spender sein. Ich selbst bin ja betroffen, oder besser gesagt, mein Sohn Cedric ist betroffen, dem geht es jetzt besser und das wird auch hoffentlich alles so bleiben. Und deswegen unterstützen wir das mit der DKMS und kommt einfach vorbei. Das kostet nichts, das macht keine Schmerzen. Also große Sache, würden uns sehr, sehr freuen. Wir können ein bisschen Spaß haben zusammen, wir können quatschen, wir geben gerne Autogramme, Selfies etc. Genau, wir haben Zeit, wir sind auf jeden Fall Sonntag bis 15 Uhr, 16 Uhr dort. Kommt einfach vorbei. Und eins darf natürlich nicht fehlen und ja, wir kriegen, und nein, besser gesagt, wir kriegen kein Geld dafür. Das ist die VWOKA-App. Wir selbst unterstützen das, weil wir davon total überzeugt sind. Die VWOKA-App ist eine App, die man sich aus dem App Store runterladen kann. Da können nur Mechatroniker dran teilnehmen. Die müssen sich auch verifizieren. Das heißt also zeigen, dass sie auch Mechatroniker sind. Kostet nichts. Unsere Produktionsfirma hat das Ding gebaut oder das entwickelt. Guckt euch das einfach an. Es ist ein Erklärbär dabei, wie es genau funktioniert. Es ist von Autodata unterstützt. Ja. Super Sache. Ladet es runter, macht mit. Genau. Und nochmal, wir sehen uns Sonntag. Ne? Kommt vorbei. Ja. Wir haben viel Freude bestimmt. Macht's gut. Da. Bis Sonntag. Ganz Sonntag sind wir da. Tschüss. Ciao. Und jetzt geht's weiter. Ne? Genau. Wir fahren jetzt nochmal runter. Dann könnt ihr mal von oben sehen, das Ganze von oben ziehen. Weil für diese Arbeit durchzuführen, muss er ein Spezialwerkzeug haben. Und ohne dieses Spezialwerkzeug hat man keine Chance, das Ding einzustellen oder besser gesagt zu sichern, damit man den Zahn überhaupt tauschen kann. Ich finde es Hammer, ich finde es unglaublich, diese Motoren sind wirklich gut, aber nur wenn man sie richtig behandelt. Und echte Hammer, wenn man sie bei dem Fahrzeug nicht behandelt, sofort Motorschaden. Könnt ihr selbst mal schauen, im Netz mal eingeben, EcoBoost Motor, Ford, ist ja in allen Ford mittlerweile verbaut, mit Motorschaden. Wie viel da im Netz drin steht. So, hier, man sehen hier aber ein Spezialwerkzeug. Schön abgedeckt, damit nichts drankommt. Das ist ein Spezialwerkzeug, mit dem werden die Nocken festgesetzt. Und unten drunter, hier ist extra, jetzt haben wir so eine Imbusschlüssel drin, um zu gucken, ob er auf OT steht. Unten ist auch nochmal so eine spezielle Absteckdorn. So ein Absteckdorn. Vielen Dank, Aljoscha. So, hier ist nochmal der Rest von diesem Spezialwerkzeug. So, die Reparatur jetzt bei dem Fahrzeug wird so aussehen. Dort wird eine neue Ölpumpe eingebaut. Ja, einige werden jetzt bestimmt sagen, oh, brauchen wir unten nur das Sieb sauber zu machen. Nee, das Risiko ist viel zu groß, ne? Dass irgendwas durchgegangen ist. Wir werden das Fahrzeug spülen, den Ölkreislauf mehrfach spülen. Da kommt auf jeden Fall eine neue Wasserpumpe rein. Hier ist eine neue Dichtung, eine Ventildecke oben. Jetzt haben wir hier noch schönes. So, hier ist der Zahnriemensatz mit Spannrolle. Genau, mit Spannrolle. Hier eine Dichtung. Hier, das wird der untere Zahnriemen sein, vermutlich. Ja, das ist der untere Zahnriemen für die Ölpumpe. Die Ölpumpe mit angetrieben wird. So, das wird jetzt alles neu gemacht. Reparaturkosten geschätzt 1600 bis 1700 Euro. Nur weil nicht regelmäßig der Ölwechsel eingehalten worden ist und oder weil das falsche Öl reingekommen ist. Ja, der Kaho baut das jetzt alles zusammen und dann schauen wir mal dann morgen, ob er läuft und ob der Wagen Öldruck hat. So, jetzt habt ihr das Video gesehen. Um das nochmal aufzugreifen, guckt euch mal, guckt euch mal den Zahnriemen an. Der hat aber Karies, oder? So. Und das nochmal in aller Klarheit. Der bröselt auseinander, weil er entweder, und das ist bei dem Fahrzeug so, nicht genügend Service gemacht hat. Das heißt, die Intervalle hat er nicht eingehalten. Und jetzt ist er wieder auseinanderfliegen. Oder die haben die falschen Öle verwendet. Das ist ja von Ford, glaube ich, eine neue Erfindung, ne? Mit dem Zahnriemen, der ja, genau. In Öl läuft. Ich weiß nicht, ich habe das vorhin ja schon in einem Video gesagt, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch irgendeinen anderen Hersteller gibt, der mir ist keiner bekannt. Der einen Zahnriemen, könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben. Ja. Vielleicht weiß da jemand was.
als das auf den Markt kam, habe ich gedacht, Zahnriemen in Öl, Gummi in Öl, was passiert denn mit Gummi im Öl? Es löst sich auf. Davor haben wir ja immer Angst, wenn beim normalen Zahnriemen der Kurbelwellensimmerring oder der Nockenwellensimmerring undicht ist. Wenn irgendwo eine Undichtigkeit am Motor ist und das auf den Zahnriemen draufläuft, in der Regel hat er nicht lange davon, der löst sich auf und reißt. So, und Ford hat da einen speziellen Zahnriemen entwickelt, der in Öl läuft, hat eine relativ ruhige Laufkultur, habe ich ja vorhin schon im Video gesagt, aber was eben dort bei diesem Fahrzeug ganz wichtig ist, ist eben dieser Ölservice, dass das richtige Öl ist. Das habe ich ja vorhin schon im Video gesagt. Diese Spezifikation muss da draufstehen. Da müssen wirklich alle... Ich halte das mal hier zu. Alle drauf. Man quasi und ich sehe, was für eine Marke das ist. Ach, ist doch egal. Ja, wir wollen keine Reklame machen. Nee, aber ist klar. Es geht um die Spezifikation. Hier unten, guck mal. Oh, das ist speziell für diesen Motor. Und wenn man dort ein anderes Öl reintut, kann es da zu Problemen kommen. Hier sind die Freigaben drin in den speziellen Ölen, die es dafür gibt. Da muss man auch genau darauf achten. Da sind die Freigaben für die Motoren drin, dass auch die Additive, die dieser Zahnriemen braucht, in dem Öl drin sind. Denn wenn ich irgendein anderes Öl nehme, ein 520er Öl, empfohlen für, weißt du, wenn ich sowas dann schon sehe, ja, empfohlen für dieses Auto, weiß ich nicht, ob da die Additive da drin sind. Und dann habe ich dieses Problem. Genau, die Schmierung vom Motor wird schon gegeben sein. Also das ist nicht das Problem. Aber speziell an dieser Stelle gibt es eben dann das Problem, dass er sich zerlegt. Oder das haben aber die anderen Hersteller auch. Sie haben damals als die Pumpe-Düse-Motoren rauskamen, ja, muss man auch ein spezielles Öl haben. Weil an der Stelle, wo der Nocken auf das Pumpe-Düse-Element drauf ist, herrscht so ein starker Druck an dieser Stelle, dass man dafür ein spezielles Öl braucht. Wenn man das nicht benutzt hat, kam es eben nur an dieser Stelle zu dem Schaden. Wie jetzt hier bei diesem Fahrzeug. Hier haben wir diese Ölpumpe, das hat man in dem Video auch gesehen, da habe ich das noch gar nicht richtig rausgekramt. Mal guck das mal an. Da sind die Zähne. Da sind die Zähne von dem Zahnriemen. Boah. Guck dir mal, wie sich das aufgelöst hat. Genau. Und dann habe ich natürlich keine Schmierung mehr im Motor. Genau. Und dann geht meine Ölkontrolllampe an. Genau. Ja, und dann, wenn ich da weiterfahre und ignoriere das einfach. Es gibt ja Menschen, die sagen, ach, die Lampe ist an. Da fragst du, wie lange denn schon? Ach, da fahre ich schon die ganze Zeit mit. Und dann kommen sie schon an. Brrr. Ja, können sie ausmachen. Lohnt sich nicht mehr. Könnt ihr mal machen, einfach jetzt auch Spaß, wenn ihr das Video fertig geguckt habt. Gebt da mal im Internet ein, Ford Fiesta, ach, die ganze Ford-Reihe, die den EcoBoost-Motor hat, Motorschaden, Fragezeichen. Oder kaufe Auto mit Motorschaden. Diese Autos gibt es ohne Ende mit Motorschäden. Rat mal warum. Genau. Weil eben das nicht falsche das richtige Öl und auch... Und nicht der Service oft genug gemacht wurde. Das sind ja Menschen, die fahren ja einfach immer weiter mit den Dingern. Die kippen Öl nach zwischendurch, ja, aber die Additive, die gehen ja kaputt. Die werden im Filter gefangen oder im Filter aufgenommen. So, dann sind sie nicht mehr im Öl vorhanden und können nicht mehr an den Stellen wirken, wo sie gebraucht werden, nämlich in dem Fall hier am Zahnriemen. Ja. Und klar sind auch diese 20.000, dieses ein Jahr, also wir können das immer nur noch mal wiederholen, weil wir sind auch ziemlich entsetzt, dass es wirklich so starke Auswirkungen hat. Ein Öl ist mittlerweile nicht einfach nur ein Öl, sondern es ist ein Ersatzteil speziell für dieses Fahrzeug. So, die Ölpumpe haben wir jetzt mit neu gemacht, wir haben das alles soweit klar, da fehlt das doch ein Bolz, der muss doch reingeschraubt werden. So, und dann ist das Dann dürfte Auto der wieder laufen, ne? Soweit wieder fertig, dann wird der wieder laufen. Ja, haben wir da alles zugesagt? Ja, hier diese anderen Bauteile, denen ist das egal. Ne? Hier so ein, das ist die Riemenscheibe, die den Zahnriemen mitnimmt, die sind transportiert, die laufen hier drin quasi. So. Dem Bauteil ist es egal, was es für ein Öl hat. Aber der Riemen hier, dem ist es nicht egal. Ja, okay. Gut. Das haben wir. Haben wir alles? Ja, würde ich sagen. Schauen wir am nächsten, ne? Nächste Mal. Ja. So, und hier haben wir jetzt einen Vito. Baujahr. Wo haben wir denn die Arbeitskarte? Yoshi, wo ist die Arbeitskarte? Ah, hier. Danke. Alles klar. Habe ich, danke. Vito Baujahr, 3.08. So. Fahrzeugschein. Fahrzeugschein ist nicht drin. Hat er oben unter der Sonnenblende? Auch nicht. Auch nicht. Wo ist denn der Fahrzeugschein? Pass auf hier. Hier. Oh, ah ja.
Gut, haben keinen Fahrzeugschein. Baujahr 3.08, hat gelaufen. 136.880, ist aber nicht so wichtig, weil hier geht es eigentlich um die Schaltung und wie so ein Getriebe geschaltet wird. Rückwärts. Das war der Rückwärtsgang. Schön Gruß vom Getriebe. Wie alt bist du eigentlich? Bist du jetzt 63 oder was? Ja. Ja. Aber das Kindersein hat nie aufgehört. Das ist auch gut so. Ja. Aber eine Playstation wäre da was für dich, oder? Nee. Kann ich nichts mit anfangen. Nee. Wenn ich da vor so einem Bildschirm sitze, weißt du, und dann sitzt du auch noch auf dem Stuhl, der auch noch vibriert. Aber wenn wir sowas mal bauen würden. Mit so Entschuldigung. Also, ja, Schaltkulisse. Schaltkulisse, genau. Ja, hier werden die Gänge, erster, zweiter, dritter, vierter Gang eingelegt und hier so der Rückwärtsgang. Hier dran befinden sich Züge. Schalt. Da kommt der Zug. Ich muss den los. Gib mal, hast du was davon bei für den Zug? Hallo. Was hast du genommen? Hast du das geraucht? Oder? Das brauche ich nicht. Das ist Natur. Das ist Naturstone. Naturstone. So. Hat vorhin wieder was von dem Zeug, von dem chinesischen Zeug getrunken oder was? Was wir letztes Mal getrunken haben. Ja, das war ganz schön lecker. So, guck mal hier. Das ist der Schaltzug. Ja, halt, muss ich immer festhalten. Ich halte mir das so fest, weil ich bin genau das Zwischenteil. Geht auch nicht. Halt mal fest. Ah, nee, der schaltet so. Du musst dran ziehen. Den musst du irgendwie so halten. So. Pass auf, dann versuche ich den mal so festzuhalten. Da, dass du in dem Winkel bist. Ja, da, guck. So. Hier hat was für einen Gang. Jetzt schalten wir den Gang und dann. Erster, davon hat zweiter, er zwei Züge drin. Dritter, vierter. Und der Schalthebel fünfter, geht hin und her. Sechster. Das zeigen wir aber unterm Fahrzeug gleich nochmal. Ja, und damit kann man den Gang einlegen. Genau. So. Und der hat das Problem, du musst ihn einfach abziehen. So. Das Ding sitzt hier oben drin, die Schaltung, ne? Sitzt hier drin. Hier sind die Schaltzüge, die sind wir gerade neu am Einbauen. Das Ding sitzt hier oben drin und hier wird dann geschaltet. So, und die Züge kommen runter, unten ans Getriebe. Können wir uns jetzt mal angucken, weil der hat nicht mehr geschaltet. Da war noch der erste Gang und der ist tierisch lange gefahren im ersten Gang von der Firma Frings bis hierhin, weil er keinen anderen Gang mehr reinbekommen hat. Weil hier fehlt nämlich das Gegenstück, quasi der Kugelkopf, der dann am Getriebe den Hebel bewegt und den Gang einlegt. So, und wenn ich dann nur einen Gang drin habe und kriege den anderen Gang nicht raus, dann habe ich keine Chance, mit dem Auto in irgendeinem Gang höher zu schalten. Das heißt, ich bleibe in dem Gang, in dem er gerade abgerissen ist und fahre dann auch in diesem Gang bis hierhin. Zum Glück geht die Kupplung ja noch. Ja, zum Glück war es der erste Gang. Wenn du dann den dritten oder vierten Gang drin hast, ja, dann musst du ein bisschen mehr schleifen lassen. Ne? Jetzt gucken wir mal von unten drunter, wie es unten drunter aussieht. Basti Patrick, komm mal hier runter. Basti Patrick. Früher war das ganze Spiel direkter. Da war an diesem Teil hier ein Metallarm dran. Das ganze Teil saß unterm Auto. Deswegen haben wir den Schalthebel fast immer unten in der Mitte des Fahrzeugs gehabt, beziehungsweise zwischen den Sitzen. So, jetzt haben wir den Schalthebel nach oben irgendwo hin verlegt. Ist natürlich einfacher so zu schalten, als wenn ich da unten irgendwo rumrühren muss. So, und da war eine direkte Stange, die ging zum Getriebe hin. Und das war's. Oder der Knüppel, der kam direkt aus dem Getriebe raus. Oder aus dem Getriebe. Ja. Bei alten Escort oder sowas hat mir so in die Mitte geschaltet. Opel Kadett, da kamen die Hebel genau. Schön oben raus. So, und diese Schaltkulisse geht dann hier oben dran. Hier ist die Schalter. Und hier die Schaltzüge. Ne? Kannst du das hier sehen? Kannst du schwer sehen, ne? Guck mal, hier sind die Züge. Basti, guck mal hier von hier der Seite kommst du besser dran. So, und hier wird dann... Pass auf, du musst weiter rüberlaufen. Basti sieht das nicht. Einzelgänge eingelegt. So läuft das hier mit so einer mit so Schaltseilen. Ja. Haben wir das auch mal erklärt? Die gehen irgendwann mal kaputt, das kann passieren, das ist ein Verschleiß. Ja, ist auch okay. Ja. So. Aber das ist schon lustig, ne? Vor allen Dingen war es ja hier auch mehrere. Und das ist der Rückwärtsgang da, der eine, genau, ne? Das hier, Hebelchen. Da ist so ein Hebelchen. Und dann kannst du hier rüber und dann kannst du in den Rückwärtsgang schalten. Genau, hier an dieser Stelle. Das können wir genau zeigen. So bekommt man den Rückwärtsgang nicht ran. Da muss man hier ziehen und dann kann man erst hier rüber. Ansonsten kommt man hier nicht rüber. Kann man sehen? Und dann zieht man den Rückwärtsgang hoch und dann kann man da rein. Kommt man in die Bahn. Sonst kommt man da nicht rein. Die Kulisse des Rückwärtsgangs. Ja, und der wird hier oben, kennt ihr viele, hier wird einfach nur mechanisch so ein Teil hochgezogen.
Ja, das war's schon wieder für heute. Ja, so schnell geht's, ne? Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, ja. Abonnieren mit dem Glöckchen. Ich muss noch mal sagen, dann bekommt ihr eine Push-Up-Mitteilung. Ich hatte das Gefühl, dass es Push-Up gab es woanders. Aber ich bin auch nicht sicher. Ich finde einfach nur Push-Up finde ich einfach super. Gute Zeit, ihr Lieben. Bis nächstes Mal. Wir freuen uns auf das nächste Video. Tschüss. Bis dann. Ciao.